Annette Hohe kennt sich im Bibliotheksmagazin der Fachhochschule Erfurt gut aus. Hier lagert die einstige Firmenbibliothek des 1843 gegründeten Gartenbauunternehmens Benari. 1500 Werke, darunter viele Bücher, wissenschaftliche Zeitungen und Kundenkarteien. Annette Hohe ist Professorin für Zierpflanzenbau und Züchtung und hat sich die Bücher genauer angeschaut. Ich habe jetzt hier die Kundenkartei, vermute ich, wo drauf steht Frankreich. Ich sind hier Adressen aus Frankreich, Belgien, Russland. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich eindrucksvoll. Und das ist die eine Geschichte, diese internationale Vernetzung. Und die andere Geschichte, die mich natürlich besonders interessiert, ist die Beteiligung von Benari an der Wissenschaft. Dafür durchforstete Annette Hohe die Bücher und fand heraus, dass die Benaris schon im 19. Jahrhundert die Vererbungsregeln Mendels kannten. Lange bevor sich Biologen dafür interessierten. Vermutlich nutzten sie dieses Wissen auch für ihre zahlreichen Pflanzenzüchtungen. Mehr als 850 Sorten züchteten die Benaris unter anderem Lefkoyen. Die Familie war wissenschaftlich vernetzt und nahm auch an der ersten Tagung für Genetik in London teil, wie die Teilnehmerliste eines Tagungsbandes verrät. Das war 1906. Benari ist der erste gewesen, der Hybridsorten auf den Markt gebracht hat, bei Begonien. Und dafür muss man die Mendelschen Regeln verstanden haben, sonst kann man das nicht machen. Die Forschungen gehen weiter. Annette Hohe will sich jetzt die Kundenbücher genauer ansehen. Schon jetzt verraten die Einträge, dass die Benaris ihre Samen schon Anfang des 20. Jahrhunderts bis nach Indien und Australien verschickten.